und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Und hier ist mein neues Schätzchen. Vielleicht geht es dir auch immer so, wenn ein neuer Katalog kommt, da muss man den erstmal so ein bisschen streicheln und kuscheln und ja. Ich möchte dir heute gerne zeigen, was ich mir bis jetzt erst nur als Vororder bestellt habe. Weil wir als Demos dürfen ja jetzt schon seit dem 1.8., 2.8. aus diesem super schönen Mini was vorbestellen. Und ich finde, er ist diesmal wirklich wieder sehr, sehr gut gelungen. Und auch du wirst da bestimmt was drin finden. Und meine paar kleinen Schätze, die ich mir bis jetzt geordert habe, die zeige ich dir jetzt. Als erstes habe ich hier eine neue Handstanze mit einem passenden Stempelset. Funkelflocken. Flocken gehen für mich zu Weihnachten immer oder auch eher noch im Januar, weil meistens schneidet ihr erst im Januar oder Februar. Ich hole die dann mal raus. Alles ganz neu. Und jetzt werden wir die mal testen, weil die soll hier oben dann ja so einen schönen Rand machen. Vorsicht, das könnte jetzt gleich wackeln. Ich schiebe mir hier das Papier rein. Ich schaue ja immer hin, ob das passt. Wow, das sieht doch richtig gut aus. Und wie du siehst, du solltest immer beim ersten Mal oder bei den ersten Malen, wenn du eine neue Stanze benutzt, sie wirklich im alten Papier öfters stanzen, weil wenn du ganz genau hinschaust, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich nehme ein Stück Papier da drunter, hast du an den Rändern, ich hoffe, man kann das so erkennen, so einen leichten Ölfilm. Das liegt eben daran, weil die Stanze nagelneu ist. Und hier draus kannst du aber echt tolle Sachen bauen. Das sieht man auch schon im Katalog. Du könntest eine Verpackung von machen. Also ganz viele tolle Sachen. Also das ist schon mal voll meins. Also Funkelflocken merken. Dann habe ich noch, fand mein Mann auch so gut und den Männern muss man auch mal was Wünsche erfüllen. Heitere Weihnachten. Da sind so ganz süße, ja, mehr kindliche Motive, aber so ein bisschen auch witzig gemachte Motive drin. Schöne Texte. Eine Kleinigkeit für dich mit viel Liebe von mir. Heitere Weihnachtsgrüße mit einem. Kein Nilpferd, ne? Oder ist es ein Nilpferd? Ich und Tiere. Feier so richtig nett mit allem Schönen von A bis Z. Mit einem Elch und einer Giraffe. Und einem Biber? Ich hoffe. Wenn nicht, kannst du mich gerne korrigieren. Ja, das ist ein reines Stempelset. Ein Gummistempelset. Da gibt es auch soweit keine passenden Stanzen zu. Aber man kann sich ja alles passend machen. Dann gibt es neu. Stanzformen Kreis mit Büttenrand. Kreise. Was haben mir die anderen Kreise gefehlt, seitdem sie aus dem Katalog genommen worden sind? Weil Kreise braucht man immer oder kann man zu allem benutzen. So, ich nehme da mal raus. Und da sind die Kreise. Und das sind doch mal richtig große Kreise auch. Ich schau mal, so ungefähr der größte hat so ungefähr einen Durchmesser ja fast von 15. Und der kleinste, so ist am Ende schick mehr, ne? So 2,5. Und das sind genau, wie viele? Wollte ich nicht nachzählen, 14 Stanzformen mit Büttenrand. Und das finde ich doch echt super. Allein diese vielen verschiedenen Größen, so hat man endlich mal wieder eine tolle Auswahl, um auch zu matten mit zwei unterschiedlichen Größen. Also das ist wirklich meins. Dann habe ich hier noch ganz was anderes. Hatte ich gesehen und für mich für gut befunden. Das sind Deko-Schablonen, vielseitig schön. Die fallen wahrscheinlich im Katalog wieder gar nicht so wirklich auf. Ich hole die da mal raus. Kommt raus.
bräuchte ich mal ein Stückchen dunkleres Papier. Und zeig dir die einzelnen. Hier hast du einmal ganz viele Blätter, um damit Hintergründe zu gestalten. Wie gesagt, du kannst das mit den Blending-Pinseln super machen. Stempelfarbe, Blending-Pinsel rüberwischen. Schon ist der Hintergrund fertig. Und was natürlich auch super schön ist, hier nochmal meine Schneeflocken, Eiskristalle, die passen auch wieder. Wo sind sie? Hier ganz unten, auch da wieder toll zu. Dann, ich meine, das nennt sich Hahnentritt. Auch da kann man wunderschöne Hintergründe mitmachen. Dann ist da noch drin eine Sonnenblume. Das fand ich total interessant. Wie rum? So rum. Und dann hast du hier oben, jetzt habe ich die natürlich alle verdreht. Hier, da ganz oben in der Ecke steht eine 1. Also liest es dir auf deinem Papier am besten. Ein bisschen fixieren, kolorierst es, entweder Fingerschwämmchen, Blendingspinsel. Dann kommt die Nummer 2, das wäre der, kommt da drüber und wieder schön kolorieren. Dann kommt die Nummer 3 da drüber, das macht die Füllung für deine Sonnenblumen. Und hier haben wir dann auch noch Nummer 4 und die sind hier oben alle markiert, auch mit so einer Ecke darüber. Und dann hast du noch mal ein bisschen Akzent in deinen Sonnenblumenblüten. Also ich fand das mal eine ganz tolle andere Idee und das werde ich dir bestimmt demnächst auch zeigen, was ich damit gemacht habe. So, jetzt wird es ein bisschen mehr. Da habe ich fast die ganze Produktreihe bestellt. Ich fange mal mit dem Papier an. Das müssen wir erstmal aufmachen, ein bisschen Platz schaffen. Und zwar wären starke Weihnachten. Und das mache ich mal eben auf. Na komm. Jetzt mal ein Blatt nach dem anderen raus. Es sind hier immer zwei Stück drin von einer Sorte. Hier hast du schon mal die coolen Eisbären. Und die finde ich auch voll süß und knuddelig. Und jetzt muss ich mal eben vorgreifen, weil dazu gibt es auch eine passende Handstampe. Jetzt muss ich mal eben schauen. Genau, das wird dieser Bär sein, den man auch mit der Handstanze ausstanzen kann. Das ist immer jetzt total schön bei den Papieren, dass, wenn da solche Motive bei sind, man die auch ausstanzen kann. Auch dieser hier, der angezogen ist. Coole Idee. Und die Rückseite in Blautönen, schlichter, weihnachtlich, aber so mit den kleinen, was sind das noch? Ja, Weihnachtssterne, ne? So in der Art. Das ist das Erste. Ja. Ich habe die auch noch nicht aufgehabt. Oh, das sieht ja toll aus. Da kann man ein ganzes Bild draus gestalten. Also einfach sich einen tollen Rahmen kaufen und das da reinmachen. Hier vielleicht noch ein paar Eiskristalle. Und schon hast du ein tolles Weihnachtsbild. Auf der Rückseite alles kleine weiße und blaue Sternchen. Dann kommt so mehr oder weniger typisch Weihnachten in Rottönen. Und die Rückseite, aha, hier kommt's. Das sieht ja auch cool aus. Das ist doch auch ganz was Niedliches mit den Elchen, Fuchs, Hase. Ach, hier ist ja sogar eine Robbe. Das ist ja cool. Ja, prima. Was haben wir dann? Komm raus. Nochmal so eine schöne Winterlandschaft, auch wieder mit den Eisbären, auch sehr, sehr, sehr schön. Und die Rückseite, alles kleine Tannenbäume, auch die kann man super zum Gestalten benutzen. So, jetzt sehe ich hier noch mal Eiskristalle, auch sehr schön, passt auch immer überall zu. Und die Rückseite,
auch witzig gemacht. Diese Fußspuren vom Eisbär. Das könnte, keine Ahnung, vom Hasen oder so sein. Mit den Geschenken passend dazu. Auch ein sehr, sehr schönes Papier. Und eins haben wir noch. Da kommen nochmal ganz viele Geschenke. Auch schön. Das ist an sich schon eine fertige Karte, wenn du so willst. Du schneidest dir ein kleines Stückchen raus, mattest es auf die Karte und schon bist du soweit fertig. Und die Rückseite in Grüntönen. Auch sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Ich finde immer alles schön. Sonst hätte ich es mir auch nicht bestellt. Dann zeige ich dir jetzt schon mal das passende Stempelset dazu. Zauberbärhafte Tage mit der passenden Handstanze. Und wie gesagt, das Papier gehört auch mit zu dieser Serie. Dann gehört dann noch mit zu ein Embossing-Folder, ein 3D-Folder. Auch mit so runterrieselnden Eiskristallen. Kann man wieder nicht erkennen, muss mein Papier weggemuddelt. Ja. Und das ist eine 3D-Prägeform. Geh auf. Na, da. Geht doch. Ich denke mal, so kannst du das ein bisschen besser erkennen. Und das finde ich auch wunderschön. Ich mag ja sowas. Ist ja wieder so meins. Dann habe ich hier auch noch die passenden Accessoires. So eine ganz flachen sind das. Das sind selbstklebende Glitzerpailletten. Abziehen und aufkleben. Und wie gesagt, die sind total flach. Ich hole die da auch mal raus. Und das ist alles farblich eben passend. Und ich hoffe, du kannst das erkennen. Ja, so noch weniger. So, dann besser. Erkennen, wie schön die funkeln. Und dass die wirklich ganz, ganz flach sind. Also das ist ideal auch halt für Karten zum Verschicken, wenn das so was Flaches ist. Man möge ich größer. Dann habe ich hier auch noch das tolle Geschenkband mit dazu geordert. Geschenkband geht ja immer. Das ist jetzt in Babyblau und nennt sich Glitzerband. 1 cm breit und ca. 4,5 Meter drauf. Und ja. Und das funkelt auch wirklich. Und das ist ganz, ganz weich. Ein wunderschönes Band. Und dann habe ich hier noch, auch aus der Serie, Karten und Umschläge passend. Also, die nennen sich Karten und Umschläge in Erinnerung und mehr bärenstarke Weihnachten. So, sind die alle gleich? Nein, die sind alle verschieden. Ich muss erstmal hier sortieren. So, also einmal Umschläge mit Eiskristallen. Das haben wir hier. Nochmal Eiskristalle. Und das werden die roten sein. Bisschen durcheinander hier alles. So, diese beiden Sorten an Umschlägen hast du dabei. Das sind jeweils 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Und dann hast du so neutrale Karten dabei. Einmal in diesem Blauton, natürlich passend zu dem Umschlag, natürlich passend zu dem Band. Ganz toll. Und einmal in einem Rotton. Und du bist wieder falsch rum.
auch nochmal Karten. Und die passen natürlich wiederum prima zu den Umschlägen. Ja, ich finde es toll. So, das war meine kleine Vororder. Ich weiß, es sind viele, die haben schon viel mehr. Aber ich hoffe immer noch auf ein bisschen Sommer, auch wenn der hier im Norden immer noch auf sich warten lässt. Es wird immer erzählt, nächste Woche soll es so warm werden. Aber hier im Norden scheinbar nicht. Aber damit müssen wir halt durch, ne? Ja, das ist meine kleine Vororder aus diesem Mini-Katalog. September, Dezember 23. Meine Kunden, die im letzten halben Jahr bei mir bestellt haben, bekommen den automatisch zugestellt. Ja, das war es von mir für dich für heute. Und Daumen hoch freut mich immer. Ein Abo umso mehr. Und gerne kannst du mir mal, ich werde mal versuchen, eine Umfrage einzustellen. Das soll ja hier gehen bei YouTube. Von welchen Produkten du als erstes etwas von mir sehen möchtest. Zauberhafte Tage. Was haben wir hier noch? Funkenflocken. Oder was hatte ich noch? Ich habe hier doch noch das Witzige, was mein Mann so gut fand. Oh je. Die hier. Oder einmal von denen. Und dazu werde ich mal eine Umfrage einstellen. Und das interessiert mich ja, wie weihnachtlich du schon gestimmt bist im August. Also, bis dann. Eure Susanne Schöder. Tschüss.